Geht schon los? Dann bin ich jetzt weg. Ja, dann mach ich das alleine. Ja moin Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge Mystery Gadgets. Ist ja tatsächlich jetzt, glaube ich, über 4 Wochen her, haben wir gesagt. Hast du gesagt? Müsste genau 4 sein. Also schon ein bisschen her. Kai hat wieder Dinge besorgt, von denen ich nichts weiß. Wir gucken uns das heute an, packen das aus, nehmen so einen Ersteindruck wahr und vorweg direkt, Links sind natürlich immer in der Videobeschreibung und Sprungmarken gibt es auch, aber die benutze ich genau nicht, denn ihr sollt das Video komplett angucken. Außerdem werdet ihr dadurch auch ein bisschen gespoilert. Deswegen, ihr wisst, dass sie da sind, versucht sie zu ignorieren. Deine obligatorische Frage, wir haben 8 Produkte, ja. Beziehungsweise Slots und dann könnten ja auch im einen oder anderen mehrere Produkte sein. Oh, okay. Wir schauen mal. Ich würde sagen, wir fangen mal seicht an. Oh. Design for Gamers by Gamers. Guck mal in der Kamera vorne. Ach so. Chew while you game. Also Kauer, wenn du spielst, Respawn 5 klingt nach... Also einerseits steht hier Razer drauf und das klingt jetzt nach Kaugummis oder so. Du wirst das gleich sehen, wenn du die Packung öffnest. Ja. Warum ist die schon offen? Nee, die sind nicht zugeklebt. Ach so. Ja, Kaugummis. Ja, jetzt mal ein Näschen. Nee. Kaugummis. Obwohl die verpackt sind, da kommt so ein krasser Geruch schon raus. Also zumindest von den Minze auf jeden Fall. Ja. Das kommt sehr doll raus. Genau. Razer hat uns da mal ein paar Kaugummis zugeschickt. Okay. Ich dachte mir, wie geil ist das? Denn ich wusste bis dato nicht mal, ja, dass... Viele von euch kennen ja unsere angebissenen Formate. Warum sollen wir das nicht auch mit Mystery Gadgets ein bisschen mit fortführen? So seid ihr quasi in dem Bereich, den ihr kennt. Wir haben hier Pomegranate, Watermelon Flavor. Wassermelone mag ich nicht. Ich würde sagen, eins kannst du mal ausprobieren. Ja, ich würde sagen, ich nehme hier einfach klassisch Tropical Punch Flavor. Klassisch. Genau. Klassisch wäre die daneben. Tutti Frutti sozusagen. Schmeckt nach alles und schön bunt. Und was genau, das weißt du nicht, hast du im Mund oder so. Oh, das ist auch einiges an Packung. Naja, das Büro freut sich drüber. Es sind sogar 3 Etagen. Genau, in jeder Packung sind übrigens 15 Kaugummis. 15 Packungen meinst du jetzt? Nee, in jeder Packung, die du gerade in der Hand hältst. Ach so. Sind nochmal 15 3Gs Kaugummi. Ach so, das jetzt nochmal. Okay. Ach ja, okay. Ja, gut, sehen auf jeden Fall auch stylisch aus. Sieht aus wie so ein Kohlestein oder so. Ja, sie, sagen wir mal so, sieht jetzt nicht so mega appetitlich aus. Nee, ich hätte jetzt bei Tropical Punch Flavor, hätte ich jetzt auch irgendwie eine andere Optik erwartet, nicht so ein Backstein quasi. Aber ist ja egal, soll schmecken. Es zählt ja, was schmeckt. Oh. Aber ich glaube, die sind von der Marke 5 Gum, da sind die immer schwarz. Ist auch Kooperation mit denen. Ja. Deswegen auch die 5, mir kommt es nämlich auch bekannt vor, tatsächlich. Habe ich auch im ersten Mal irgendwie mit dran gedacht. Hier, guck mal, hier steht ja auch bei 5 Gum. Mhm. Also ist das mit Sicherheit so der Fall. Mmh, schmeckt fruchtig. Schmeckt eigentlich jetzt wie so ein Energy-Drink, Monster oder so. Da gibt es ja auch so Tropical jetzt irgendwas. Hat man sich da auch orientiert. Ist auf jeden Fall irgendwie mit Vitaminzusatz. Ob es jetzt steht drauf, stimmt, ja. Was auch immer. Niacin ist auch mit drin. Ja. Also Vitamin B5, B6, B12 und Niacin. Also ich finde, die sind sehr, sehr bissfest. Also die könnten gerne ein Stück weicher sein. Also man muss schon echt ordentlich drauf rumkauen. Ja, verbrauchst gleich ein paar Kalorien beim Kauen. Ja gut, beim Zocken fällt es nicht auf, wenn du ein bisschen angry bist oder so. Nicht zu doll raufbeißen. Schmeckt aber auf jeden Fall. Zucker wird wahrscheinlich süßer, dann packe ich da weg. Und soll ich dir mal sagen, die kamen schon 2020, also vor 2,5, 3 Jahren auf den Markt. Kein Zucker. Hm? Und die waren auch viel bei Amazon erhältlich und da sind sie seit 2 Wochen ausverkauft. Also ich weiß nicht, ob die jetzt... aus dem Sortiment genommen sind, weil eher ging jetzt nicht. Wir haben sie ja erst bekommen. Das ist eine gute Frage. Vielleicht hat Amazon ja nur das Warenlager leer gemacht und die werden jetzt woanders verkauft, dass der Online-Shop selber von denen profitiert oder andere Läden, weiß man ja nicht, was da manchmal hintersteckt. Ja, ja grundsätzlich, jetzt, den ich jetzt im Mund habe, der schmeckt erstmal noch. Wie lange kann ich nicht sagen. Ich werde den auch gleich rausnehmen, weil es unhöflich bei einem Videodreh einen Kaugummi im Mund zu haben. Genau. Also bei Amazon gab es immer zum Beispiel so Probepackungen oder beziehungsweise so Multisortiment von jeder Sorte 2 Packungen, hatte man 6 Packungen. Ja, oder du hast von einer Sorte halt 6 Packungen gekauft. Aber schmeckt echt schön fruchtig, muss ich sagen, das gefällt mir. Ja, das andere ist noch irgendwie sowas Minzmäßiges und das dritte, weiß ich gar nicht mehr, was das da gerade war. Ja, Pomegranate und Melone, genau, jetzt da macht es wieder Klick. Ja, was es kosten kann. Schätz doch mal, was man für so 6 Päckchen mit je 15 3Gs bezahlt. Weil ich kann dir jetzt nur den Amazon-Preis nennen, der halt vor ein paar Wochen... Also ich denke, eine Packung liegt so bei 1,50 und das mal 6 dann irgendwie.
Ja, also ich glaube, eine Packung, wenn man es runterrechnet, liegt so bei 1,80. Also man hat für 6 Stück 10 Euro bezahlt. Ja, ist für einen Kaugummi schon relativ teuer. Ist schon relativ teuer. Ich meine, so ein Spearmint, die lagen mal bei 1 Euro. Ob das immer noch hinkommt, weiß ich gar nicht. Hast aber auch nur 5 Streifen drin, glaube ich, gehabt. Hm. Jetzt hast du 15, also ist schon ein bisschen mehr. Die Frage ist ja wirklich, wie lange die jetzt halten. Ja. Ich würde es gerne ausprobieren, machen wir an anderer Stelle. Wie gesagt. Auf jeden Fall mal ganz nett. Ja. Also von Razer gibt es auch Kaugummis. Geschmacklich geht es auch erstmal einen Daumen nach oben oder 2. Preislich ist das wieder eine ganz andere Geschichte. Ja. Aber wenn es 15 Stück sind und die lange halten, ist das auch okay. Gebt uns mal Feedback, falls ihr die schon sicherheitsfähig sind. Ich wollte es gerade sagen. So, weiter geht's. Hier siehst du mein weißes, eines, au, graues Barthaar, auha, da ist er ja endlich, da habe ich schon so lange drauf gewartet. Wieso, weshalb, warum? Na, einfach nur so, weil ich weiß, dass von One X Player ein neues Gerät rauskam. Woher wusstest du, dass wir das haben? Das weiß ich nicht, ich habe einfach nur gesagt, da ist er endlich, weil ich hoffte, dass wir das dann auch bekommen. Weil man hätte ja natürlich in der Vergangenheit jetzt bei einer Switch, bei einem Steam-Sale zugreifen können für das Steam Pack. Steam Deck, mein Gott, das bin ich schon wieder völlig durch den Wind. Weil One X Player ist natürlich ein bisschen teurer, hat aber andere Hardware drin. So, alles was hier drin ist mit dem Charger, spare ich mir jetzt einfach mal. Wer jetzt das nicht verstanden hat, was es ist, letztendlich ist das ein Windows-Betriebssystem, glaube ich. Wenn genau, dreh mal um, dann sieht man es. Ah ja, genau, One X Player 6000er Ryzen-Serie oder Ryzen 7 6000er Serie, so rum. Und auf jeden Fall hast du schon in den Händen gehabt und hast schon das eingerichtet. Vom One X Player hatten wir, war das letztes Jahr oder ist das noch ein Jahr her? Da hatten wir auch schon mal einen Handheld gehabt. Ich würde sagen, grob ein Jahr. Der lag so bei, zu dem Zeitpunkt, bisschen was um die oder über 1000 Euro je nach Ausstattung. Das Steam Deck gab es damals noch nicht. Das war quasi ein konkurrenzloses Gerät. Mittlerweile ist das Steam Deck da und hat sich natürlich noch, die Preisfreiheit. Es gab noch andere Alternativen, wie zum Beispiel Aya Neo und sowas. Auch, ja. Richtig. Aber die sind halt preislich alle deutlich teurer als das, was das Steam Deck macht. Haben aber zum Teil eine bessere Hardware oder sind ein bisschen größer ausgestattet. Wie gesagt, es ist ein Handheld, der mit Windows ausgeliefert wird, den man zum Zocken nehmen kann für Steam und sonstige Spiele. Man kann mit Sicherheit auch aufgrund der Oberfläche, weil es ja einen PC-Hintergrund hat, sozusagen auch vom BIOS her booten und andere Oberflächen installieren und. Ja, Analogstick, Digi-Kreuz, Tasten, Menüpunkte für dann die Systemsteuerung und so weiter und so fort. Das hat man alles da. Display war jetzt, glaube ich, 8 Zoll groß oder so? 7 Zoll und eine Full-HD-Auflösung, beziehungsweise 1200 Pixel, ja, vertikal. Ich sehe schon, du hast deine beiden Lieblingsspiele drauf gemacht. Ja, und ich würde sagen, wir fangen mal mit der Taste unten rechts an. Nee, da drüber, das ist ein Lautsprecher. Genau. Ja, okay, das ist ein Lautsprecher, genau. Ich habe jetzt die Taste gedrückt. Ja. Da geht jetzt das Menü auf, genau. Da oben kann man nämlich den TDP mit einstellen. Das heißt, wie viel Energie kriegt denn der Prozessor zugeschoben? In dem Moment sind sie erstmal 28 Watt. Das Steam Deck hat, glaube ich, nur maximal 15 Watt. Hier kann ich dann das Ganze auch ein bisschen einstellen und je nachdem, was ich an Leistung brauche, mehr oder weniger quasi offerieren. Also nicht alle Spiele brauchen die volle Leistung, also muss das System auch nicht volle Leistung laufen. Kann ich einstellen. Fanspeed könnte ich einstellen, Vibration Settings, also hier drin sind Motoren drin, die vibrieren. Wir haben RGB-Lichteffekte, wir haben eine Auflösung halt eben von 1029x1080 steht jetzt hier. Helligkeit und die Lautstärke, das ist das Menü. Wenn ich nochmal drauf drücke, ist es weg. Wenn ich hier drauf drücke, kommt eine Tastatur. Genau. Und wenn ich hier drauf drücke, dann kommst du immer auf den Homescreen. Ah ja, und das ist quasi so der Task Manager, ja. Wenn ich mehrere Apps offen habe und hier. Und das ist so wie Startbutton im Spiel. Ah ja, okay. Gut, ansonsten. Also genau, aber du kannst ja nochmal das aufmachen, weil das mit den RGB-Effekten, das musst du mal anklicken. Ganz rechts. Spling. Okay. Und dann guck dir mal bitte die Seiten an von dem Gerät. Da ist es, das leuchtet. Ja, das kann schon was. Ja, vor allen Dingen kann man das ja auch einstellen, dass es nicht nur eine Farbe ist, sondern es kann ja auch verschiedene Farben annehmen. Und absolute Spielerei, weil wenn man das Gerät erstmal in der Hand hat. Hey, meine Handflächen leuchten jetzt. Also sag jetzt nicht, das macht jetzt keinen Sinn. Also ich finde im Dunkel zocken, also auf der Kamera kommt es gerade wieder ein bisschen zu dunkel rüber. Aber meine Handflächen sind leicht beleuchtet, sieht schon geil aus. Also ist fancy auf jeden Fall. Ja, sonst noch irgendeine Besonderheit, die wir jetzt irgendwie wissen müssten? Nö, das kannst du erstmal zumachen. Ich würde sagen, wir schmeißen das Ding mal an. Also, wenn ihr natürlich jetzt konkrete Informationen wollt, es ist ein Ryzen 6800U drin. Wir haben jetzt in dem Fall 16 GB RAM und eine Terabyte SSD. Jo, wir haben zweimal USB-C 4.0er Standard schon. Einmal USB-A 3.0er Standard. Ein 48 Wattstunden Akku. Ein Gyroskop ist sogar drin. Hier, Beschleunigungssensor. Kann man halt auch, ne, Lagesensor benutzen. Ja, der ist auch mit bei, genau. Das hat schon gesehen. 3,5er für Kopfhörer.
Ja. Das sind erstmal so die wichtigsten Daten. Was hier aber auffällig ist, dass das Kunststoff halt sehr leicht das Fingerfett annimmt. Also es sieht halt direkt schnell gebraucht aus. So ein bisschen mattiert, dadurch griffiger, aber halt sieht halt aber man sieht hier so quasi schon den Bereich, wo ich das Ding jetzt gerade in der Hand gehalten habe. Also Putzlappen ist Pflicht, würde ich sagen. Ich habe das seit einem Jahr nicht mehr gespielt. Ich habe es aber mal weitergespielt. Ich habe es schon durchgespielt. Ja, ich weiß, aber ich hing ja immer an derselben Stelle und ich habe es jetzt mal eine ganze Weile noch weitergespielt. Ja. Warum gerade dieses Spiel? Weil das eins der Spiele ist, die halt einfach mal gar nicht so gut portiert sind und trotz der Grafik, die jetzt nicht so übergeil ist, relativ viel Hardware benötigt. Genau. Es sieht aber echt gut aus. Wir spielen gerade in Full HD, volle Auflösung und hohen Details. Ja. Also es werden jetzt irgendwas um die 30, vielleicht 40 FPS sein, mehr nicht, aber trotzdem... Das ist schon was, ne? Ja, man sieht es hier nicht. Okay, schade. Bei manchen Spielen kann das Overlay nicht richtig angezeigt werden. Also irgendwie manche... Ah, jetzt hörst du aber auch den Lüfter. Ja, der dreht jetzt auf. Ja. TDP, wie gesagt, bei 28 Watt. Wenn ich es jetzt runterstelle... Wir können es aber spaßeshalber machen. Wir machen einfach mal nur 20 Watt. So. Ja, da wäre es schön, wenn man die FPS sieht. Das würde ich sagen, lass uns mal bei Doom reingucken, weil da kann man sich die FPS anzeigen lassen. Ja, aber mit 20 Watt läuft es auch noch. Das wollte ich jetzt nur mal kurz sagen. Okay, jetzt ist nicht viel los, aber letztendlich... Ah, geil, ich habe so wieder mega Bock auf das Spiel. Unglaublich. Und Vibrationsmotoren da drin sind übrigens sehr geil. Ich weiß noch nicht, wo die unterstützt werden. Ich weiß nicht, ob das gerade der Lüfter ist, der vibriert, oder das Gewitter draußen. Auf jeden Fall merke ich im Gehäuse irgendwas. Ich habe übrigens die Mission mal neu angefangen, damit du nicht immer gleich beim Boss landest. Die besagte Mission, ich hasse sie. Ja, da habe ich eben bei mir beim Durchspielen auch echt zu tun gehabt. Kampagne, genau. Spielstand 1, Spiel fortsetzen. Ja, oben rechts seht ihr die Bilder, aktuell im Menü 73. Ich weiß, er sagt nichts aus, der Rest ist aber gleich zu sehen. Ich bin gespannt. Haben die Lautsprecher auch irgendwie ein bisschen Vibration oder ist das einfach nur, weil der Tiefenbass mit vibriert? Ja, die Vibrationsmotoren orientieren sich, glaube ich, am Bass. Ich möchte übrigens jetzt betonen, wir spielen in Full HD und hohen Grafikeinstellungen und wirklich nativer Full HD-Auflösung. Also... um die 40 FPS, teilweise mal ein bisschen mehr, teilweise manchmal ein bisschen. Also man hört jetzt auch ein bisschen den Lautsprecher, der klingt eigentlich auch vernünftig. Alter, ich. Waffenrad, Schrotflint, die will ich haben. Ich mach mal hier das Licht aus. Alter, das läuft richtig gut. Also mit 50 Frames, mobil, 20 Watt. Ich habe, wie gesagt, jetzt aktuell ja eben den TDP runtergestellt. Wir können jetzt noch mal ganz kurz gucken, ob es einen Unterschied macht, wenn wir jetzt auf 28 gehen. Ein bisschen mehr Leistung haben wir dann ja theoretisch. Jetzt muss das Menü wieder stehen. Hier kann man das Overlay auch nutzen. Ja. Und dann sind wir bei 50. Also ein bisschen mehr sogar. Ja, gut, gibt sich jetzt nicht, nimmt sich jetzt nicht so viel wahrscheinlich, aber knapp an die 60, dann kann man jetzt nicht meckern. Das sieht auch so steil aus, das Spiel. Kann man das so sagen? Kann man. Also es ist schon dafür, dass das jetzt hier so ein mobiles Spielekonsolen-Ding ist. Ist das schon geil. Ja. Das ist schon nice. Und ich kriege hier gerade trotzdem auf den Nischel. Ja. Einmal weggestorben. Geil, das läuft. Jetzt haben wir noch 92% Akku und wir hatten wahrscheinlich vollen Akku. Ja. Also Akkulaufzeit ist natürlich absolut davon abhängig, was du spielst. Ja. Definitiv, ja. Und da kann es dann teilweise auch Sinn machen, dann vielleicht ein bisschen die Leistung zu drosseln. Oder halt eben eine dicke Powerbank mitnehmen. Also je nachdem, ich kann es jetzt nicht genau einschätzen, aber ich schätze mal, dass wir hier so bei normaler Belastung dann irgendwie so bei 4 Stunden Akkulaufzeit sein können. Wenn du dann aber so ein Hochkaräter spielst wie du mit 60 Bilder pro Sekunde, der auch wirklich fast die Leistung des Systems nutzt, dann bist du wahrscheinlich nach einer Stunde, anderthalb Stunden am Ende. Also das kann durchaus passieren. Aber aufgrund Powerbank und Typ-C-Ports ist es ja weniger das Problem. Ich finde es auch gut, dass beide USB-C 4.0er sind oben und unten angebracht. Das heißt also, man sollte eigentlich immer eine gute Position finden. Ja. Und darüber, wie gesagt, kannst du auch Displays anschließen. Du kannst theoretisch auch so ein Dock anschließen. Du kannst auch eine externe Grafikkarte anschließen. Das heißt, wenn du es wirklich zu Hause stationär richtig als so, sage ich mal, Laptop-Ersatz nutzen willst. Oder externe Festplatten, einfach nur hast du vollwertigen USB-Port auch noch und so. Also falls wenn dir der interne Speicher nicht reicht. Sehr schön, gefällt mir. Wie gesagt, jetzt rein von der Windows-Oberfläche bin ich jetzt nicht so der Fan bei so einem System, weil da so Steam OS oder Steam Deck plus, wir können mal reingucken, man kann es ja auch hier so ein bisschen simulieren. Genau, und dann oben rechts da, einfach nur auf groß, einfach oben rechts auf Vollbild. Ach da, süßes Big Picture, genau. Man kann jetzt merkst du die Vibration. Genau, das war bei dem Soundtrack eben auch, ja. Also das war bei Doom gerade auch. Ja, nice. Man kann natürlich den Big Picture-Modus nehmen, dann sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Würde ich wahrscheinlich auch unter Windows direkt starten. Wenn nicht, mache ich mir eine andere Oberfläche drauf.
Das geht ja, also ich bin ja großer Fan von Batocera, das sind Linux-Distributionen zum Emulieren, so bis PS3 und Xbox 360 wird hier mit dem Teil auch funktionieren. Ansonsten SteamOS draufpacken, dann hast du den Windows-Backend nicht, bist aber, was die Apps und so weiter angeht, ein bisschen eingeschränkt, da nicht alles läuft. Aber da hast du halt viel, viel Variation und das ist beim Steam Deck ja genau das Gleiche. Nur, dass das Steam Deck wahrscheinlich deutlich günstiger ist als das Gerät hier. Wenn wir jetzt mal zur Preisfrage kommen. Tja, dann schätzt doch mal. Also Steam Deck... Also ich sag dazu, das ist die kleinste Speicherausstattung. Wie viel haben wir jetzt gehabt? 16 GB Arbeitsspeicher und 1 TB SSD. Gibt es auch mit 32 GB Arbeitsspeicher und auch bis zu 2 TB SSD. Steam Deck, kleine Version, geht ab 416 Euro los. Leistungstechnisch haben wir hier aber mehr Leistung. Genau, der Prozessor ist mittlerweile schon ein bisschen leistungsstärker als der im Steam Deck und auch die GPU ist ein bisschen leistungsstärker als die im Steam Deck. Und beim Steam Deck ist ja auch, glaube ich, auch bei 512 GB Schluss. Und hier haben wir ja mit der kleinsten oder beziehungsweise mit der Konfiguration. Ich meine, man kann in allen Geräten ein bisschen was rumbasteln, dann kannst du auch größere Speichermöglichkeiten reinpacken, aber ja. One X Player, das letzte Modell, was wir vorletztes Jahr getestet haben, wann auch immer das war, spielt auch keine Rolle, lag bei, glaube ich, über 1000 Euro und je nach Version sind wir, glaube ich, bei 1500 Euro gewesen. Ich gehe mal davon aus, dass wir auch hier die 1000 Euro Marke locker ankratzen. Vielleicht sogar ein Stück drüber sind. Also aktuell, ich habe den bei Geekbuying bestellt, also im Ausland und ohne Gutschein aktuell 1030 Euro. 1030, ja. Da können jetzt ganz viele sagen, und, hey, ja, da kaufe ich mir einen Laptop für, da kaufe ich mir einen PC. Also ich hatte mit Gutschein ein bisschen weniger bezahlt, aber das ist so der aktuelle Preis. Ja, es ist ein mobiles Gerät mit ziemlich viel Leistung, es ist portabel, es braucht keine externe Stromversorgung, ihr könnt das Ding überall und nirgendwo benutzen. Es, ja, hat keine exorbitante Laufzeit, was den Akku angeht, aber ihr könnt halt unterwegs einfach alles zocken und auch was Emulation angeht, seid ihr bis Nintendo Switch und Co. absolut safe, was da angeht. Also High-End-Emulationen laufen ohne Probleme. Ich kann da so ein bisschen aus Erfahrung sprechen, weil ich habe einen AMD Ryzen 9 5600 zu Hause, HX. Klar, der hat ein bisschen mehr Leistung oder mehr Stromverbrauch, aber die rocken halt die internen Chips, die sind geil. Und wenn man sieht, dass Doom Eternal läuft, das ist ein Spiel vom vorletzten Jahr? 2021. Vorletztes Jahr, genau. Und das ist gut optimiert, muss man auch sagen, aber es sieht halt fantastisch aus und dann, ja, Full-HD-Auflösung, bist du auf jeden Fall besser dran als beim Steam Deck, aber wie gesagt, du zahlst auch je nach Speicherausstattung, ich sag mal, mehr als das Doppelte, wenn du die 512er vom Steam Deck nimmst, bist du bei 670 Euro, fast 800 Euro, dann ist das nicht mehr so viel Unterschied, wenn man bedenkt, dass man hier 16 Gig hat und also Arbeitsspeicher bzw. einen Terabyte Speicherplatz hast du beim Steam Deck halt nicht. Ich sag mal, mit dem Steam Deck hast du immer noch das mehr als beste Preis-Leistungs-Verhältnis, weil du kriegst einfach mal zwei Steam Decks zu dem Preis. Wenn man die kleine Version nimmt, auf jeden Fall, weil ab 4.16 geht's los. Im Steam Sale vorletzte Woche lag es bei 3,77. Das war ein Knallerpreis, also habt ihr bei uns auf der Webseite vielleicht auch gesehen. Deswegen ist es tatsächlich echt schwer, diese Geräte einzuordnen. Ich liebe diese Teile, ich mag das, ich finde das Portable geil, ich finde auch geil, dass er einfach Monitor anklemmen kann oder mit einem Typ C an einem Fernseher gehe. Du hast viel Leistung, du kannst es auch als normalen PC benutzen. Ich liebe es einfach, ich habe mega Spaß dran, aber aufgrund des Steam Decks, ich habe nicht umsonst so angefangen, ist es halt wirklich schwierig, das noch einzuordnen, weil da sagt kaum einer, ja, aber für das an Leistung mehr bezahle ich doch nicht das Doppelte oder so. Sage ich mal, vielleicht für 20% mehr Leistung, jetzt mal so pauschal gesagt, zahlst du halt fast das Doppelte. Ja. Das ist es. Geil ist es, ohne Frage. Und ich würde jetzt sagen, komm, lass uns hier das Video einfach beenden. Ich habe noch was zu tun. Aber da kriege ich jetzt gleich eine Nackenschelle von Kai. Und deswegen packe ich das jetzt beiseite. Und wir gehen uns zum nächsten Gadget, würde ich sagen. Jo. Nice. Hä? Ein Ultrasonic Cleaner? Also ein Schallreiniger? Weiß ich nicht. Schall? Ja, steht zumindest drauf. Du bist jetzt der, der Englisch übersetzt. Ja, heißt ja nicht, dass es richtig ist. Siehst du? Aber Ultrasonic ist... Vielleicht ist auch was ganz anderes drin und ich habe da nur eine Umverpackung benutzt. Nee, ist ja noch original verpackt. Du sollst nicht lügen. Das haben jetzt alle gehört. Geil, ich habe gesagt, vielleicht. Vielleicht, ist eine halbe Lüge. Es ist so ein Reinigungsbad quasi mit Ultraschall, wo man halt eine Reinigungsflüssigkeit reinmacht. Und zum Beispiel Brillen oder Airbrush-Zubehör. Genau, ich bin halt der Meinung, wir haben halt sowas noch nie hier irgendwie in dem Format gezeigt und ich nutze so ein Ding selber privat und bin da sehr begeistert von. Dachte ich mir, muss man mal zeigen. Tatsächlich habe ich auch ein Ultraschallbad im Keller stehen und zwar, wenn ich meinen Airbrush-Zubehör reinige, packe ich quasi hier dann entweder Wasser rein oder Isopropanol-Alkohol, 99%, packe das rein, packe meine Airbrush-Zubehörteile rein. Ich habe allerdings noch ein Gitter zum Rausnehmen, mache das an und lasse das dann einfach laufen. Es kann auch sein, dass hier noch was in der Packung liegt. Weil ich hatte bei meinem auch so ein Gitter dabei. Aber gut. Nee, hier ist kein Gitter dabei. Okay.
Das ist tatsächlich schade, weil gerade wenn man Schmuck oder so hat, der liegt ja irgendwo auf dem Boden und manchmal wird das Zeug ja auch dann drüber vom Reinigen, dass man da nicht so reingucken kann. Aber nee, den Becher kannst du wirklich nicht raus. Also letztlich ist es so, ihr könnt theoretisch einfach nur wirklich Wasser reinfüllen, ja, und durch dieses ultra hochfrequente Vibrieren, also das Wasser wird in Vibration versetzt, wird alles an Bakterien, Keimen, Dreck und so weiter wirklich rausgeholt aus euren Gegenständen. Also seien es nun Ringe, Uhren, Ohrringe, Armbänder, teilweise auch, wie gesagt, ich mache das zu Hause mit meiner Brille. Wird super sauber. So, aber wenn man vor allem so Sachen hat, die viel so Körperfett und so haben, wie zum Beispiel auch mal eine Brille, empfiehlt es sich immer noch so einen Ultraschallreiniger mit reinzumachen. Muss halt ein Reiniger sein, der halt nicht schäumt, ne? Das wäre zu empfehlen. Ja, und so hört sich das an. Klingt echt eklig. Man sieht es aber auch, ne? Genau. Und das Wasser wird halt mit 45.000 Hertz, also 45.000 Vibrationen. Ach so, hier kann man sogar noch auswählen, was man haben will. Also hier ist ein Ring abgebildet und eine Uhr und daneben ist einfach nur Wellen. Ich weiß nicht genau, was es dann... Es ist einfach nur die Laufzeit. Im Endeffekt, es fängt bei einer Minute an, zwei Minuten, drei Minuten und das letzte ist einfach Sonstiges. Also zum Beispiel dann, ja, und da machst du halt an und aus. Ja, genau, das ist ein Ultraschallbad. Also ist auf jeden halt Fall praktisch. Super praktisch. Vor allem für Brillenträger kann ich wirklich nur empfehlen. Oder Armbanduhren, Armbänder und so weiter. Da teilweise sieht man erstmal, wie dreckig die sind, wenn man dann mal sieht, was da für Dreck rauskommt. Und vor allen Dingen teilweise verändert sich dann die Farbe von dem Metall erstmal, wenn der ganze Dreck runter ist. Ja. Ja, theoretisch könnte man noch Uhren reinpacken, aber hier sind... Wenn sie wasserdicht sind, ja. Also die ist auf jeden Fall wasserdicht, aber hier sind elektronische Kleinstteile mit verbaut. Ich würde das jetzt mit dem Ultraschall vielleicht nicht unbedingt mit so einer Smartwatch machen. Sollte kein Problem sein. Also ich habe da auch schon Smartwatches und so weiter reingemacht. Ja, zum Beispiel von Huawei, das... Fit, die Watch Fit habe ich da reingemacht. Genau, jetzt müsste man natürlich noch mehr Wasser reinmachen. Macht dann nur Sinn, wenn sie auch komplett von Wasser bedeckt ist. Kannst gerne nochmal was draufkippen. Ja. Und dann wird man so nach einer Weile, deswegen muss man es halt auch eine Weile laufen lassen, wird man wirklich sehen, wie sich so teillösen. Bisschen Dreck dann ablöst. Ist jetzt natürlich die Frage, wie dreckig Ronnys Uhr ist. Auf der Unterseite auf jeden Fall sind da Hautpartikel dran, weil ich habe die Uhr mit Sicherheit schon 2 Jahre im Handgelenk. Ich glaube, dass jetzt demnächst ist gerade der Stichtag sozusagen, dass das 2 Jahre sind, weil jetzt wieder irgendwann wie eine Veranstaltung von Huawei ist und da werden mit Sicherheit neue Uhren vorgestellt. Und dann, ja, also ich trage, wer unsere Videos guckt, hat das glaube ich schon gesehen, dass ich die Huawei Watch 3 Pro war es, glaube ich, schon Ewigkeiten am Handgelenk habe und das wirklich über die letzten Jahre. Also da kommt schon ein bisschen was zusammen. Ja, na definitiv. Und deswegen muss man es halt auch eine Weile wirklich laufen lassen. Ich würde sagen, wir cutten jetzt mal und warten, bis es fertig ist. Ah. So. Ja, man sieht es jetzt nicht. Wir haben es gerade ausgemacht. Lief jetzt so 2-3 Minuten. Ich mache mal einen Deckel auf. Auf jeden Fall kam jetzt hier so auf der Höhe so eine Art Schmauchspur hoch. Da ist jetzt quasi dann so mit der schmutzigste Bereich an dieser Uhr, weil da sich halt einfach durch den Verschluss hier drüber und auf der Unterseite natürlich dann Dreckpartikel mit ansammeln. Das lässt sich nicht vermeiden. Theoretisch hätte es auch sogar noch länger an sein sollen. Genau. Weil bei Uhren war wirklich angegeben 3 Minuten. Ja. Wir waren jetzt ein bisschen drunter. Wir waren jetzt ein bisschen drunter, aber es funktioniert. Und das ist jetzt nur normales Wasser. Wie gesagt, wer eine andere Reinigungsleistung haben will oder wirklich Schmutzuhren hat oder Zeugs, übrigens funktioniert sie noch, ne? Also läuft noch, der kann dann Reinigungsmittel mitmachen, gerade für Schmuck und so weiter. Dann ist das extrem schnell sauber. Wie sagt man, es geht auch mit reinem Alkohol, funktioniert auch. Zum Beispiel Pinsel und so weiter, wenn man die Farben rauslösen will oder halt eben die Airbrush-Geschichte mit lösen will. Funktioniert super. Wenn ihr eine hochwertige Airbrush habt, einfach rein damit. Die geht ja nicht kaputt. Und wenn ihr einen Edelstahlbehälter habt, dann einfach nur nochmal ausschmieren und fertig. Manche schmeißen ihre Druckerdüsen da rein. Druckerdüsen? Ja doch, vom Schmelzen, vom 3D-Drucker und so weiter hast du Restbestände drin, Dreck und der sammelt sich in dem Kanal ja mit auf und dann kann ich mir das vorstellen, tatsächlich. Wobei mir der Aufwand jetzt das Ausbauen und Reinschmeißen, wieder Einbauen, ich hätte wahrscheinlich einfach die Düse gewechselt. Weil auch die Unterseite von der Düse, weil die sitzt ja irgendwo drauf und hat ja auch Verschleiß, irgendwann hat die ja nicht mehr ganz die Dichte oder Durchmesser oder so weiter und so fort. Aber für die Leute, die sowas noch nicht gesehen haben, genau, das ist sowas, das soll jetzt auch nur mal so ein Beispiel sein, weil ich denke, das kann wirklich vor allem für Brillenträger ist das. Ich bin froh, dass ich so ein Ding zu Hause habe, weil nur mit Brillenputztüchern, da kriegt man auch irgendwann die Krise. Kriegst du auch nicht immer alles weg. Naja, du verschmierst es ja manchmal nur. Die Nasenpads und alles, das wird ja alles sauber gemacht. Genau. Sollte ich mit meiner Brille mal machen, die im Auto liegt, weil die liegt wirklich nur im Auto zum Autofahren. Ja, aber dann macht wirklich, füllt mit Wasser auf und macht noch so einen Spritz Ultraschallreiniger mit. Ja, sowas habe ich auch. Weil das macht dann nochmal einen deutlichen Unterschied. Ja, was kostet? Ich sag mal vielleicht so um die 20 bis 25 Euro, je nach Hersteller würde ich behaupten. Ich kann nicht mal sagen, was ich für meine bezahlt habe, ist schon eine ganze Weile her. Also, weil das sind ja jetzt, sag ich mal, so eher No-Name-Produkte von Amazon, die kosten so trotzdem schon so 30 bis 40 Euro.
Und dann gibt es halt auch noch größere, die dann komplett so Edelstahl, aber die sehen dann halt immer aus so wie aus dem Gastrobereich oder aus dem medizinischen Bereich. Deswegen finde ich so eine Dinger, die so ein bisschen, sage ich mal, unauffälliger aussehen, finde ich noch angenehmer. Ich habe auch so ein Teil, aber wie gesagt, ich habe so ein Plastik-Dings mitten am einen, also mit so einem Netz zum Rausheben, beziehungsweise das, was übrigens ein Tipp ist, dass wenn ihr euch sowas kauft, guckt drauf, dass da so ein Einsatz mit drin ist, dass man es rausheben kann. So ein großes Ding, meins ist oval, mehrere Jahre alt, ich weiß gar nicht, ich würde sagen 20, 30, vielleicht weniger. Ja. Weiß ich nicht, also ich... Ist auf jeden Fall... Auf jeden Fall ist praktisch, ist eine Investition, da machst du nichts mit verkehrt. Kannst alles reinschmeißen und sauber machen. So ist es. Und ich würde sagen, wir machen weiter. Jo. Oh, eine neue Insta. Also ganz neu ist sie nicht, aber ich habe mich endlich mal durchgerungen und habe uns eine organisiert. Ja, Insta360 One RS. Insta360 und One hatten wir schon... mehrfach im Test gehabt. Wir haben eine Insta360, ich habe den Namen vergessen, aber hast du den 1 Zoll Sensor ansetzen können. Richtig, da ist ganz entscheidend nämlich unten, es ist die 1 Zoll Edition, 1 Zoll 360 Grad Edition. Und die macht nochmal einen Unterschied. Übrigens in Kooperation mit Leica, wer es gerade nicht gesehen hat. Alter, jetzt wird der 1 Zoll Sensor, glaube ich, auch mal... Zwei Sensoren sind es ja. Ja, ich meine, aber letztendlich die Größe von 1 Zoll kann man jetzt hier so ein bisschen mit abschätzen. Ist ein bisschen kopflastig jetzt das Ganze auch. Aber auf beiden Seiten, hier sieht man auch mal Leica, super, Summicon A hast du nicht gesehen und 1 Zoll, da steht es nochmal. Blende 2:2, also nicht ganz so lichtstark, aber reicht das aus. Das ist, doch, das für die 360-Grad-Kameras ist das schon gut. Ich weiß gar nicht, was die anderen so hatten, aber bei Smartphones sind wir bei Lichtstärken von 1,7, 1,8, wenn es richtig gute Sachen sind. 2:2 ist ja eher so der Durchschnitt, deswegen habe ich es jetzt eher daran gemessen. Mhm. Wer jetzt nicht weiß, was 360 Grad bedeutet, er nimmt den Bereich auf, er nimmt auch den Bereich auf. In der Mitte gibt es so eine Verbindungsstelle, die man mittlerweile so gut wie gar nicht mehr sieht. Ist das auch bei der Insta gewesen, wo du den langen Stick machst und der den Stick mit rausschneidet? Genau, du hältst das Ding in der Hand und keiner sieht in der Aufnahme, in der finalen Aufnahme, dass du einen Verlängerungsstab in der Hand hattest. Weil im Endeffekt die Überlappung der beiden Objektive, wird sozusagen, das nennt sich Stitching, genau. Dann werden die beiden Bilder direkt zusammengearbeitet, dass du dann halt ein 360-Grad-Bild hast und so 2, 3, 4 Zentimeter, alles was dazwischen ist, inklusive halt diesem Selfie-Stick, wird dann halt rausgeschnitten. Genau, und das Schöne ist, das hier ist auch wieder modular. Ja. Okay. Genau. Aber du hast es jetzt schon angemacht. Ja gut, ich könnte jetzt beide Knöpfe drücken, dann könnte ich den Sensor... Dann kannst du es oben ausmachen und dann hast du unten auch die Haupteinheit mit dem Display und darunter ist der Akku. Genau. Und das Schöne ist, ja, jetzt hast du es abgemacht, da sieht man jetzt das Display und dann kann man, genau, jetzt sagt er auch, hey, neu starten, weil entfernt. Dann machen wir das, geht ja schnell. Das Schöne ist, es ist halt auch wasserdicht. Und da ist er schon. Das war der Neustart. Ja, also man sieht auch die Auflösung 6K, also auf 360 Grad und effektiv ist man bei Full HD Plus wahrscheinlich, wenn man dann halt einen 16:9 Bild und wenn man Fotos macht, hat man halt 21 Megapixel. Ja. Genau, und dann mit Wischgesten kannst du wieder. Nee, das ist einfach nur die Wischgeste. Achso, hier geht jetzt nichts sozusagen, okay. Na, du bist aus dem Bereich gerade, genau. Ausgewischt. Jetzt bist du Fischauge, jetzt musst du nochmal hoch. Ist mir schon wieder zu kompliziert. Ja, da muss man ein bisschen gucken. Aber ich zoome mal ran. Weil ich wollte ja eigentlich deswegen das Telefon daneben legen, weil die Bedienung ist auf so einem kleinen Display nun mal echt fummelig. Also ja, wie gesagt, mit dem Finger jetzt die Perspektive aussuchen kann ich machen, muss ich aber eigentlich nicht machen, weil wie gesagt, es wird alles 360 Grad aufgenommen. Es ist ja nur für dich die Vorschau. Genau. Ich habe jetzt an der Seite meinen Finger hier irgendwie. Na, du hast die Hand, genau, du hältst es ja gerade. Da sieht man dann so quasi den Stitching-Punkt, da ist der Daumen dann weg, aber letztendlich... Guckt man das finale Bild an, sieht man das da nicht mehr. Ne? Also nur, wenn jetzt irgendwas in den Bereich reinkommt. Ganz, ganz nah am Sensor dran, da sieht man es dann halt, da verschwindet dann was. Genau. Aber man sieht ja in der Ferne schon schwupp. Genau, und umso weiter du jetzt weggehst mit der Hand, umso mehr ist von deiner Hand zu sehen. Genau. Geh mal weiter weg, genau, und dann kommt halt... Naja, man hat hier den Stitchpunkt, also das ist irgendwie... In Bewegung mag es auffallen, aber so krass, wie es jetzt hier aussieht, ist es dann in den Aufnahmen nicht. Also da gibt es mit Sicherheit schon eine Menge. Ja, Flow State, Stabilisierung, das wird halt auch alles stabilisiert. Ne? Also das ist jetzt nicht, dass das ja irgendwie wackelt. Genau. So, ich würde nämlich sagen, wir gehen mal mit Handy in die Kamera rein, weil dann sieht man halt wirklich alles, was damit möglich ist. Und das Schöne ist, wer Insta360 kennt, da gibt es ja auch Vorlagen, die man aufrufen kann, wo man dann seine Videoclips für nutzt und dann werden da richtig coole kleine Kurzfilme draus gedreht. Genau. Oder halt so eine coolen Effekte. So, und jetzt musst du unten auf den gelben Button klicken, unten in der Mitte, dass du dich verbindest.
So, die Vorschau ist komprimiert für die Datensparung, Einsparung und dann sieht man schon, ne, ich halte das vor. Eine leichte Latenz gibt es, das ist klar, aber dafür... Das ist ja nur das Live. Genau, ist ja das Live. Das spielt das. Ich meine, wer es jetzt als Überwachungskamera nehmen will oder für seinen Einsatz dann irgendwie aufs Telefon guckt und dann sich wundert, warum, minimale Latenz gibt es. Genau, kannst du mal rumwischen, das 360-Grad-Vorschaubild genau. Geht hier genauso. So sieht das Studio aus und da hinten, da sitzt der Kai. Warte. Da ist die Hand, genau. Juhu. Und ja, jetzt sind wir bei mir wieder rum. Genau, dann hast du aber auch unten die ganzen Foto und anderen Modi, die es noch gibt. Ja. Foto, HDR-Foto und so weiter und so. Also letztendlich ist es wie eine Kamerasoftware, die ich jetzt hier dann sozusagen nehmen kann. Burst, Timelapse, Starlapse, was weiß ich. Das kann man alles mit einstellen. Man hat auch verschiedenste Einstellungen noch. Wir haben den Automodus, wir können die Belichtung noch ändern, manuell Auto und so weiter, falls wenn das mal nicht passen sollte. Farbprofile ganz oben genau. Bei den drei. Auflösung kannst du natürlich auch einstellen. Aktuell ist es halt eben 6K für die 360-Grad-Aufnahme, kannst aber auch weniger nehmen. Wenn du halt 24 Bilder haben willst oder 25 oder 4K oder geringeren Auflösung auch mehr Bilder pro Sekunde. Machen wir mal 3K, 50, 4K, 30 ja. Und 6K. 50 ist das höchste. Ja, aber ich denke, das reicht aus. Zeitraffer kannst du mit aufnehmen. Und genau. Dann, genau. Auto, Timeshift, da kommt ja noch mehr. Ach Gott, hier Loop-Aufnahme und Live. Livestream kannst du machen. Ja, machen wir jetzt mal nicht. Reframe Live wollen wir jetzt auch nicht machen. Und dann haben wir hier nochmal so die Schnellübersicht. Ja. Da ist auf jeden Fall, und das ist nur alleine schon, was out of the box mit der Kamera möglich ist. Und im Nachgang, genau, zoom mal raus, dann sieht man das direkt. Nee, geh mal nochmal rein in die Kamera. Wenn du rauszoomst, dann siehst du ja die ganzen, dann siehst du ja schon, was, wie man sich das vorstellen muss. Zoom mal so ein bisschen raus. Genau, da seht ihr das. Und wenn du jetzt umherwischst, dann kriegt man schon so langsam so einen Eindruck, was da alles mit so einer 360-Grad-Kamera möglich ist. Und das Schöne ist ja, dadurch, dass man sich mit der App drauf verbinden kann, kann man die zum Beispiel auch mit einem Saugnapf irgendwo am Auto, am Motorrad befestigen oder ja. Mit so einer Aufnahme und kann mit dem Handy trotzdem noch die ganze Kamera steuern, auch wenn man selber nicht mehr rankommt. Wer jetzt selber nicht so richtig den Verwendungszweck sieht, aber sich fotografisch oder filmisch ein bisschen interessiert, sollte mal dringend den Insta-Profil-Account folgen von Insta360, weil da einfach, oh, die Bubbleheads sind wieder da, weil da einfach Dinge gezeigt werden, die phänomenal aussehen und wo man gar nicht weiß, wie die denn gefilmt wurden. Und da kann ich das auch wirklich ans Herz legen. Das ist übrigens Tiny Planet. Genau, das nennt sich dann so ein bisschen Tiny Planet Optik. Also man kann da wirklich so viel rumspielen. Ja, das weil ist ihr das. Müsst euch halt vorstellen, ihr sitzt in einer, ja, in einer Kugel und könnt halt jede Perspektive irgendwie so sehen. Und wenn man aber bedenkt, dass die Vorschau noch komprimiert ist und praktisch das finale Video noch besser aussieht, dann ist das eigentlich schon beachtlich. Weil ich hatte schon mal 2, 3 Testaufnahmen gemacht und habe die mir wirklich am PC angeguckt. Das ist schon Wahnsinn. Oh, Ronny mit 150 Kilo. Ja. Jung. Nehmen wir mal weg. Aber was auch sehr geil ist, wer da ein bisschen unkreativ ist, es gibt ja noch die Stories. Ja, da musst du dich erst wegverbinden, weil du bist ja jetzt in dem WLAN von der Kamera. Du musst erst die Verbindung trennen. Und dann haben wir hier zum Beispiel auch die Shotlab Stories. Das heißt, hier werden quasi Filmsequenzen aneinandergereiht mit Farbfiltern versehen. Guck dir mal SkySwap ganz oben an. Das? Wo wirklich dann der Himmel ausgetauscht wird durch komplett andere Sachen. Also da war ja selbst so ein Van Gogh-Gemälde nachher. Ach, da ist es. Da läuft's. Genau. Ja, eben war der gerade unter Wasser irgendwie, ne? Ja, ja, deswegen. Genau. Wir werden ja ganz viele Beispiele gezeigt. Das Geile ist ja, du musst ja nichts machen. Du nimmst einfach erstmal nur auf. Du nimmst einfach alles auf und die Kamera und die App sagt dir jetzt, okay, ich will mit dem SkySwap, will ich das, das und das sehen und dann macht die das automatisch. Und hier gibt's dann halt auch im Prinzip die Tricks und Kniffe, was man dafür einstellen soll am besten für die besten Ergebnisse und wie man dann zum Beispiel läuft. Ja. Und das ist alles, was du machst. Und dann sagst du, ich wähle das Profil aus, die Vorlage verwenden. Ich gebe vielleicht 2, 3 Videoclips dafür noch frei, die ich schon aufgenommen habe. Und dann wird das automatisch generiert mit Ton und einem Ende und all so ein Kram alles. Und du musst von Tutnoblasen keine Ahnung haben. Du musst einfach nur mit dem Ding rumlaufen und aufnehmen. Und das habe ich schon bei den Vorgängern gemacht und auch mit den Nachfolgern im Prinzip schon. Es ist mega einfach. Also wer wirklich sich austoben will, der macht nur das nach, was hier gesagt wird. Und dann hast du ganz, ganz verrückte Geschichten, die auch sehr, sehr einfach umzusetzen sind. Also das ist wirklich super einfach. Ja, und es wird dir halt auch immer gezeigt, wie du es machen musst. Hier so Bullet Time zum Beispiel, das heißt so ein bisschen drehen und so. Für ein paar Sachen braucht man halt noch Zubehör. Ja. Das genau. Kann man auch, wenn man sich so eine Kamera kauft, kann man so ein ganzes Zubehör-Bundle ja. Auch immer alles schon mitbestellen. Ja, das mit dem Bullet Time, das kennt ihr wahrscheinlich auch schon. Dann dreht man das quasi über den Kopf. Und dann ist das aber nicht unmöglich, was da aufgenommen wurde, sondern es macht irgendwie auch Sinn. Genau, weil der Stick wird ja wieder rausgeschnitten. Genau, und dann kann man da das, ja, sieht man, transportiert und dann... Also das ist schon sehr, 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 sehr geil. Hier dieses Running Nose Mode, das ist auf Instagram auch so ein Highlight.
quasi in den Mund gesteckt und dann rennen die da rum und dann siehst du halt die Zähne oder den Helm oder irgendwas oder eine Zeitraffer und Stop Motion und also hier kannst du dich wirklich austoben und damit ist eigentlich schon alles erzählt, was das Ding kann. Also ansonsten ist aber auch die Schnittsoftware, ja. Wenn man jetzt nicht diese Vorlagen benutzen will, sondern einfach selber bestimmen will, zum Beispiel eine Objektverfolgung, also das ist das Schöne, ja. Du kannst nachher auch sagen, du machst deine Aufnahme und wenn du dir die Aufnahme nachher anguckst, am Handy oder am PC in der Software, dann sagst du zum Beispiel, markiert Ronny sich selbst und genau. Dann wird ein Video gerendert nachher, wo dann sozusagen immer die Kamera dann immer dem Ronny verfolgt, wo er auch immer gerade war. Mhm. Ja, und da müsst ihr nichts weiter machen. Letztendlich könnt ihr euch ja für so ein paar Eindrücke auch unser Video angucken. Wir hatten zur Insta361, hatten wir auch schon mal ein Video gemacht draußen irgendwie, und habe ich auch so ein paar Sachen mit ausprobiert. Gibt ja auch zum Glück viele Videos. Genau, nicht nur von uns, auch von anderen, logisch. Die sind da ein bisschen kreativer vielleicht auch gewesen als wir. Habt ihr vielleicht schon mal einen Eindruck, was das Ding kann? Ich denke, das reicht eigentlich, oder? Genau. Jo. Auf jeden Fall eigentlich super easy gemacht. Ich war übrigens damals in Shenzhen, auch direkt bei Insta360, hab mir da so ein paar Prototypenmodelle angucken können. 2019 war das in China. Schon sehr lange her. War auch sehr interessant. Also die haben auch gar nicht so ein riesen Büro gehabt. Die waren zwar in so einem Hochhaus da irgendwo, eine Etage, aber so riesig, wie man sich das vorstellt. Das kann sich ja schon in den 3 Jahren, 4 Jahren auch geändert haben. Jetzt haben sie den Rest des Hauses auch genommen. Keine Ahnung. Ja, preislich. Mit den beiden 1-Zoll-Sensoren bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Das wird wahrscheinlich nochmal eine Schippe teurer sein als die normale Kamera. Ich glaube, die liegt so bei 350, 400 Euro, je nachdem, was man für ein Bundle hat. Also die normale ist jetzt die One X3, die jetzt gerade so, also die jetzt nicht modular ist, die aber auch 360 Grad vernünftig filmen kann, die liegt bei knapp über 500. Die ganz neue. Die One X3. Ja. Und die hier ist besser mit den beiden 1-Zoll-Sensoren. Ja, dann ist ja auch und teurer. Der Modularität. Ja, ja, dann, aber ich... Ich glaube, das Basismodell war jetzt gar nicht so teuer. Aber also ich sag mal, dann liegen hier wahrscheinlich 600 Euro durch. Ich habe keine Ahnung mit den Sensoren. Diese Kamera kostet aktuell knapp über 900 Euro. Oha. UVP sind, glaube ich, 939 Euro. Und hier zum Beispiel mein Tipp an euch. Da gibt es immer mal wieder Aktionen. Ich habe sie zum Beispiel als Reimport von einem Elektrohändler, glaube ich, aus Polen gekauft, über eBay. Mhm. Und habe, glaube ich, knapp unter 800 Euro bezahlt. Und nagelneu. Also es war jetzt keine Gebrauchtware oder so. Ja. Also da gerne mal immer die Augen offen halten und ja, es ist trotzdem eine Menge Geld, aber wir werden die auch häufiger benutzen, hoffentlich. Haben wir mit den allen anderen auch gemacht. Vor allen Dingen als Vlog-Kamera, man muss halt nicht drauf achten, was man filmt, man nimmt sie einfach nur mit und man kann danach entscheiden, was man zeigen möchte. Genau, deswegen sage ich, es ist kinderleicht, einfach nur erstmal filmen und den Rest machst du später. Außer du hast bestimmte Dinge vor, dann wird dir ja gesagt, was du machen sollst, also hier mit dem Bullet-Ding zum Beispiel, dann musst du es speziell machen, aber grundsätzlich oder kannst du alles. Oder man stellt sie halt einfach bei, wenn man irgendwo gerade dreht, man stellt sie einfach mit einem Stativ irgendwo genau. An die Seite und kann nachher wie so ein kleines Making-of oder so oder einfach genau. Impressionen von außerhalb oder von nebenan so ein paar mit einspielen. Das ist schon sehr geil. Weil also wir haben Kamera hinstellen, anmachen und lass laufen. Ja, also wir haben mit der 360-Grad-Kamera, ich wurde dann schon immer mit der Kamera-Heini begrüßt, zuletzt von, oh, wann war das, keine Ahnung, irgendwo in UK, in London, weil ich dann auch immer mit so einem Stick rumgelaufen bin. Ich habe einfach nur gefilmt. Und dann das oben da drauf und dann haben wir das zusammengeschnitten. Und dann haben wir da halt, du kannst ja auch sagen, ob du jetzt ein 360-Grad-Bild haben willst, nur einen Ausschnitt oder ein Teil oder ein Tiny Planet oder Rabbit Hole. Die Kamera ist wasserdicht. Das heißt, du kannst die direkt so ohne weiteres einfach mit in den Pool nehmen oder sonst wo. Und wir haben trotzdem vernünftige Stereo-Mikrofone drauf. Das war nämlich immer so ein bisschen der Schwachpunkt. Ja. Und die sollen, ich habe mir ja schon Reviews und so alles angeguckt, die sollen gar nicht so schlecht sein. Ansonsten ist hier vor allem auch der USB-C-Anschluss endlich mal zugänglich. Unten die Klappe auf, ne, ist dann aber auch gummiert und wasserdicht, wenn man zumacht. Ja. Und so kannst du dann einfach auch eine Powerbank mit anklemmen, denn die Akkulaufzeit liegt bei nur knapp über einer Stunde. Ja, das hätte ich jetzt auch direkt so wieder so gesagt. War bei den anderen Geräten nämlich auch der Fall. Wobei man aber in der Stunde halt unglaublich viel Bildmaterial zusammensammeln kann, weil du einfach 360 Grad nicht gezielt nach links musst und nach rechts, sondern du nimmst alles mit einmal auf. Und dann machst du hier zwei Spuren, nimmst einmal den Blick und einmal den Blick und dann hast du da einfach links was, rechts was und dann läufst du durch die Straße durch. Mega. Wie gesagt, ist es nicht ganz günstig. Wer aber so ein bisschen kreativ unterwegs ist oder Video-Content-Creator ist und irgendwie mal auch das ist ja jetzt ein Leben einfacher machen will. Das ist ja jetzt auch wirklich das Nonplusultra-Modell von denen. Wer da Bock drauf hat, kann ja auch zu den anderen Modellen, zu der One X3 greifen, aber ist mit 500 Euro auch nicht günstig. Aber zum Beispiel auch der Vorgänger, die One X2 von der, die gibt es wahrscheinlich gebraucht schon für 250, 300 Euro und die hatten wir ja auch sehr lange und ist eine super 360-Grad-Kamera. Also wir haben mit Insta360 unsere Erfahrung gemacht und können da aus dem Nähkästchen plaudern und sagen, ja, machst du nichts mit verkehrt. Überhaupt weil nicht. Vor allem die Software auch sehr mächtig ist. Und Updates und so weiter. Haben wir ja gerade noch gesehen. Weg damit! Weg damit und weiter geht's. Ich hab dir hier mal schon eine Lasche zum Abreißen vorbereitet.
Soll ich so stehen lassen und abreißen oder soll es lieber hin? Nee, leg hin. Ist wichtig so nicht, dass du mit dem Messer dran rumpolst. Klimaneutral. Steht zumindest auf der Packung drauf. Retro, ich komme. Ach, da hat Kai wieder eBay leer gekauft. Oh ja. Also, Quake, die Variante, die ist jetzt nicht die erste, die wir haben, glaube ich. Wie vielte ist es jetzt? Um die ging es mir auch gar nicht. Aber es ist die deutsche Fassung, der PC-Variante. Ne? Quake damals auf dem PC. Mein Gott, und ich spiele es immer noch so gerne. Mittlerweile ja auch als auf der PS5 und so weiter spielbar. Ja, 95, 96 müsste es gewesen sein. Ja. Quake 1. Aber wir gucken mal. Ich traue mich doch. Der erste von It, der dann wirklich eine richtige 3D-Engine hatte. Ja. Guck mal, wie viel Papier da noch drin liegt. Und noch eine Anleitung. Ja, da lag damals noch was bei. Boah, ne? 1000 Sprachen drin und dann im Prinzip der Datenträger. So sah eine CD damals aus. Okay. Und die sieht echt noch gut aus, ja. Ein, zwei Kratzer, ein bisschen Abnutzungserscheinung, aber ist normal. Ab 15. Bei uns war es indiziert und beschlagnahmt. Verboten quasi. Na, hinten steht es da drauf. Ja. Ja. Ah, schön. Allein die Verpackung. Und wie gesagt, ich habe es auf der PS5. Gab es ja irgendwie vor letztes Jahr oder so eine Art Remake. Haben sie rausgebracht, nochmal neu, sagen wir so. Egal, wie man es genannt hat. Und ach, astrein. Super. Ein paar Grafikverbesserungen waren auch mit bei. Aftershock for Quake. Advanced New Level for Levels for Quake. Ja, quasi die Level Packs. Alles offizielle Erweiterungen für Quake. Offiziell? Ja. Included Aftershock 3D Level Editor. Face the terrors of Quake in all new environments. Deadwalk, Hellhole, House of Dissolution. Ich gehe zumindest davon aus, dass es offizielle Erweiterungen sind, weil... Es ist eine Erweiterung für Quake, würde ich jetzt einfach mal behaupten, ob das original war. Ich habe keine Ahnung. Da gab es so... es können Drittanbieter gewesen sein. Ja, es gab so viele Levels, die man auf CD irgendwie nachkaufen konnte, die dann auch immer irgendwelche kryptischen Namen hatten, weil in Deutschland war das ja nicht erlaubt. Da hieß es dann irgendwie Erdbeben, Level, Erdbeben, Editor oder irgendwie so ein Kram. Ich habe keine Ahnung mehr. Es war auf jeden Fall sehr interessant. Es geht weiter mit dem Quake Mission Pack Number 1, Sort of Armageddon. Das ist jedenfalls das offiziell ist das, von It. Genau. Software. Das ist das Original-Add-on mit deutscher Anleitung, made for Quake. Ja, es ist ein pixeliger Skorpion. Und das wenn man sogar sich darauf. Mal überlegt, wie gut diese Kisten aussehen und die sind halt einfach mal schon über 20, teilweise 25 Jahre alt. Ja, es ist eigentlich gerade wie als würde es. Die sehen aus wie neu. Ja, also sieht nicht, also es war einmal offen, glaube ich, aber das war's. Also hier sind auch keine Fingerabdrücke, Abnutzungserscheinungen. Die müssen einfach nur in irgendeinem Regal gestanden haben, wo weder Licht noch Sonne rankam. Also Wahnsinn. Das ist ein mega krasser Zustand. Also ist mir halt bei der ersten Kiste schon aufgefallen, weil einfach keine Gebrauchsspuren dran sind. Jo. Wahnsinn. So, und dann kommen wir zu den. Ich glaube, der war ein Quake-Fan. Und hier könnte ist man meinen. Shrek for Quake. New Expansion Modules. Plus New Deathmatch and Capture. Ja. Oh, mit Poster. Und der CD dann. Ja. Geil. Nice. Das ist nice. Ja, wo man sich noch mit den ganzen 3D-Render-Bildern so ein bisschen rumgetobt hat. Ja, ja, ist nicht schön, aber selten geworden. Ja, und auch hier dann halt entsprechend ein paar Bilder drauf. Ach, das ist ja schon Back to Roots. Sehr, sehr geil. Es ist wirklich eine komplette Quake-Packung, die du hier aufgekauft hast. Alle Quake mit den Erweiterungen, die derjenige hatte. 23 Century, 23rd Century of Ultra hast du nicht gesehen. Ja, genau. Malice. Malice, ja, for Quake. More than a mission pack, a whole new game. Stimmt, das sieht jetzt nicht mehr nach Quake aus. Ja, auch neue Waffen und was weiß ich. Ja, das ist jetzt eine Total Conversion, wie man immer so schön sagte, dass man aus dem Engine dann halt, also ist nicht aus dem Engine, aber zumindest aus dem Spiel halt ein neues eigenes Spiel gemacht hat. Neue Level, neue Gegner, vielleicht auch neue Kampagnen. Mit Fallschirmen und so, ja. Substance Scuba Gear. The Hunter. Vasquez. Nice. Mal kurz reingucken, einfach nur so. Und da ist dann auch der Datenträger mit der CD. Schön, 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 schön. Das war eine Verpackung, die hat man sich auch gerne hingestellt. Jo. Die sehen heute noch unglaublich aus. Und in dem Zustand, ey, das ist unglaublich.
So, Quake, Mission Pack. Auch die haben wir, glaube ich, auch schon schon stehen, ne? Dissolution of Eternity. Das ist übrigens bei der PS5-Fassung, was ich gesagt habe, ist das, glaube ich, schon mit beiden Mission Packs. Also das Spiel kostet dann jetzt einen Zehner, ist ein bisschen grafisch minimal aufbereitet, hat ein paar neue Features und die ganzen DLCs quasi mit dazu, also die offiziellen zumindest. Und ein paar Fanmates sind auch bei. Capture the Flag. Oder in der neuen Version von Capture the Flag. Das ist eine gute Frage. Online habe ich das nie gespielt. Ja. Der neue Netzwerkfluch. Und damals wurden dann so die Quake-Cons, also die Events-Treffen, die dann jährlich abgehalten waren, offiziell sogar. Und da ging ja richtig die Post ab. Da kann man sich teilweise auf YouTube QuakeCon, weiß ich, 1997, 1998 angucken. Geil. Es war ja dann immer so mit auch ein bisschen LAN-Party verbunden. Ah, krass. Ich feiere gerade ein bisschen über die Übersetzung, weil Deathmatch ist eigentlich Deathmatch. Hier hast du halt einfach auf Leben und Tod und Eroberung der Flagge. Capture the Flag, ja. Capture the Flag. Man kennt es so als Begrifflichkeit und hier hat man es halt komplett übersetzt. Aber nette Anekdote nebenbei, als John Carmack oder John Romero damals das Spiel entwickelt haben und dann quasi den Deathmatch-Modus erfunden haben, mussten erstmal ein Wort dafür erfinden. Es gab ja keine Deathmatch-Spiele oder Team Deathmatch, das mussten die erstmal selbst erfinden. Also irgendwie, ich hatte mal letztes irgendwas angeguckt, wie das Spiel entwickelt wurde und wie das entstanden ist und was die da... Auf Netflix gibt es gute Dokus. Ja, genau. Und letztendlich haben die ein Spiel beworben, was noch gar nicht draußen war, wo die eine Deadline hatten, aber noch nichts für gemacht haben und dann auch mit Netzwerk rumgeschrien haben, dass wir das machen und das haben die auch hingekriegt und dann kamen halt so kleine Anekdoten wie, ja, wir müssen jetzt hier irgendwie, wenn wir da alle gegeneinander spielen, wie nennt man das? All versus Tod oder so, keine Ahnung, und dann haben die Team Deathmatch rausgemacht. Also ja, könnt ihr euch mal gerne angucken, wer Netflix hat, lohnt sich, also wer Fan davon ist. Nice! Und jetzt willst du bestimmt die Frage beantwortet haben, was es gekostet hat? Du kannst es gerne versuchen. Also ich weiß ja, dass das eBay ein oder Auktion, ja. Ja, also das ein oder andere, wie diese Quake-Packungen, die liegen mal ganz locker bei 50 Euro. Je nach Version und von wo sie herkommen, je nach Zustand variieren die Preise. Mit dem Zustand müsste das Ding wahrscheinlich schon wieder 100 kosten oder so. Plus die Mission Packs, die aber genauso. Also ich kann dir zum Beispiel mal sagen, dass Malice, Shrek und Aftershock sind sehr selten. Ne? Da findest du nur wirklich vereinzelte mal bei eBay. Und hier, wie gesagt, gab es ein Pack mit allen. Also es gibt sogar noch mehr, zwei, drei mehr Erweiterungen. Aber hier mit praktisch schon 6 Kisten drin, in so einem super Zustand. Also ich kann dir sagen, dass also, teilweise gibt es natürlich auch so eine Mondangebote. Da wollen dann manche für so einen Shrek im guten Zustand teilweise 300 Euro haben oder so. Oh, nice. Ja, aber wenn es dann halt nur 2, 3 Angebote gibt bei eBay, wahrscheinlich finden sich da wirklich welche, die also, dazu schlagen. Wenn ich jetzt einfach nur sage, mit jeder Packung 50 Euro, dann werden das ja 100, 200, einfach mal 300 Euro, die hier rumliegen. Ich weiß nicht, ob das Realistisch ist schon fast pro Packung mittlerweile 100 Euro. Also habe ich ja mit dem hier schon gerade das auch gesagt. Ja, leider. Die Preise sind da wirklich auch durch, sage ich mal, dadurch durch die viele Freizeit, die in den letzten Jahren die Leute hatten, sind viele zu Sammlern mutiert und haben viel aus ihrer Kindheit oder Jugend dann aufgekauft. Deswegen findet man leider nur noch wenige oder so, dann wenige günstige. Fass es doch einfach mal kurz, was hast du bezahlt? Ich kann es nicht schätzen. Ich habe bezahlt für das Ding 50 Euro. Ich nehme 2. Das war ein hat da keiner drauf das gebucht? Das war ein mega Glück. Das war ein Sofortkauf. Derjenige hat es für Sofortkauf 50 Euro angeboten. Ach du Kacke. Und ich hatte das war 5 Minuten drin. Ich hatte es zufällig genau in dem Moment gesehen und. Krass. Man muss auch mal Glück haben im Leben, oder? Ja, sag ich mal, er hat es ja bewusst so reingesetzt, ne? Aber. Vielleicht hat er auch wirklich keine Ahnung von dem Preis. Er sagte, die standen so lange rum, ist mir egal. Mich ärgern ja eh diese Mondpreise. Und ja. Ich finde es auch überhaupt nicht berechtigt und so weiter. Und ich würde auch nie im Leben so viel für so ein Spiel bezahlen. Deswegen ja. Ich sag mal so, es ist bei uns in guten Händen gelandet. Ja, definitiv. Ja, und das wird richtig was hermachen bei uns im Regal. Freue ich mich sehr. Und wer weiß, was die Zukunft bringt, ob man mal vielleicht sowas irgendwie bei uns in den Videos mal vorstellt, mal zeigt und so weiter. Wir sind ja da am Basteln, wir sind ja auch, falls das mitbekommen hat, am Büroumbau. Wenn der fertig ist, haben wir nochmal einen separaten Raum, neben dem, den wir jetzt schon haben und das getrennt zwischen Konsole und PC. Ja, das Problem ist, der jetzige Raum ist halt momentan eher Lagerraum, weil wir keinen Platz haben. Ja. Aber es wird ein bisschen größer, ein bisschen schicker und wir haben da ein bisschen was vor. Hardware und so ist auch da und die Spiele auch. Schauen wir mal. Oh ja. So, und ich habe noch was für dich. Ja. Ich würde sagen, das ist eine Soundbar. Na dann packen wir Blitzwolf aus. CML2 Pro. Na dann nicht lesen, auspacken. Ah, oder eine Lampe. Das kann auch sein. Monitorlampe vielleicht auch. Und es ist tatsächlich eine Monitorlampe. Schön ist. Hier ist ganz schön Staub. Ja, da ist noch Folie und alles drauf. Auch vorne noch.
Ja, stimmt, da ja. Den können wir erstmal drauf lassen. So. Aus. Gibt es also quasi nur als Import. Mhm. Manchmal auch auf Amazon. So. Und Ronny hat ja schon richtig gelegen. Seine Annahme. Hoffe ich doch. Also ja, Monitorlampe ist jetzt klar. Aber vielleicht hat die ja ein paar Besonderheiten. Ja, RGB wahrscheinlich. Dude, wir haben jetzt die Batterien reingepackt. Hast du Strom dran? Ja. Ja. So, und jetzt sieht man das Ganze, wie das funktioniert, was so eine Monitorlampe macht, denn sie leuchtet nicht aufs Display. Achso, genau. Also erstmal zur Erklärung, ne? Das Licht geht jetzt hier runter, spiegelt aber jetzt nicht auf dem Display und ich habe die Unterseite quasi erhellt. Kannst du es noch heller machen? Das kann ich mal gucken. Ist jetzt auf der Kamera eh immer ein bisschen dunkler? Also ich kann es dunkler machen und das ist die volle Helligkeit. Da müsstest du jetzt mal eine Angabe geben. Aber das ist schon hell genug, so dass ich das ausleuchte. Also stellt euch vor, das ist die doppelte Helligkeit von dem, was ihr hier gerade seht. Ja, das ist heller als auf der Kamera. Ja. So, und hinten, da hast du ja noch... Genau, was man jetzt nur bedingt sieht, ich muss jetzt mal meine Hand hinhalten, ist quasi die RGB-Beleuchtung, die nach hinten. Also man kann statische Farben auswählen. Die strahlt dann sozusagen eure Wand hinter dem Monitor an. Und man kann jetzt das Ganze atmen lassen, dann wechselt es auch die Farbe. Oder halt richtig Farbverläufe gehen auch. Ja, wir machen erstmal einen Stroboskopblitz hier oder so. Keine Ahnung, was passiert. Okay, das nennen die Flash. Das ist jetzt eigentlich auch nur ein normaler Farbwechsel. Jetzt synchronisiert sich. Jetzt hast du so einen Regenbogen. Symphony. Ja, okay, jetzt sind mehrere Farben. Von der Mitte aus gehen die Farben dann nach außen. Alles mal anders. Wir drehen das einfach mal um. Jawohl. Das ist jetzt wiederum zu hell, aber man sieht, glaube ich, jetzt so die Farbverläufe von der Rückseite. Dann haben wir noch Trail. Also da sieht man jetzt kurzzeitig die LEDs aufblitzen, also könnt ihr euch ein bisschen besser vorstellen. Kannst du mal die Tischplatte auch anleuchten, dann sieht man es vielleicht noch besser. Jo. Ja, wir kriegen ja schon irgendwie hin. Stack stapelt sich, blub, blub, blub. Und das müsst ihr euch halt einfach vorstellen, so wie das jetzt hier gerade auf dem Holz reflektiert, habt ihr das an der Wand. Mhm. Und Spielerei, absolute Spielerei. Nein, es gibt 10 FPS mehr beim Zocken. Mindestens. Das ist jetzt, das machst du jetzt an den Nexus-Player ran, oben drauf. One-X-Player. An den One-X-Player und dann hast du... Ach, die Farbdauer, du kannst ja noch einstellen. Siehst du? Guck mal. Genau, von der vorderen dann. Jetzt ist es auch... jetzt sieht man auch den Unterschied. Siehst du? Guck mal, jetzt haben wir 2700 Kelvin, ne? Also das ist jetzt ein bisschen dunkler. 4500, aber machen wir noch von vorne. So, hier haben wir das Warmweiß, ne? 2700 Kelvin. Dann haben wir die Mischung da draus, 4500 Kelvin und Kaltweiß, 6500. Und so könnt ihr euch das dann quasi einstellen. Also an der Reflexion von meinem Arm sieht man schon, wie hell das ist, auch wenn es, wie gesagt, über die Kamera nicht rüberkommt. Ja. Und dann habt ihr jetzt hier so eine Nightrider-Kit-Version für euer Monitor. Ist doch geil. Genau, es gibt auch noch Musikmodi, also wo dann wirklich auf die Musik dann das Ganze reagiert. Scheint ein Mikrofon drin zu sein. Ja, und oben könnt ihr euch das dann so einstellen vom Aufbau, dem Schwenkarm. Es ist halt eigentlich nur der feste Fuß, oben eine Aufnahme aus Kunststoff, draufsetzen, hinten halt so anklappen, dass es dann halt nicht schräg ist. Und hier könnt ihr die Farbtemperatur wechseln, die Helligkeit könnt ihr durchschalten und eben auch die Farben. Wenn ihr die Fernbedienung nicht nutzen wollt, fertig. Jo. Und das, Strom per USB. Genau, das ist jetzt hier unten einfach nur drin, ein Ampere Volt oder so. Hat euer Monitor einen USB-Anschluss, dann könnt ihr das direkt da anklemmen. Genau, hätte jetzt mit dem auch funktioniert, aber da der keinen Strom hat, ist halt jetzt mal dahingestellt. Ja, Monitorlampen gibt es von renommierten Herstellern wie von BenQ, gibt es für 100, 150 Euro. Es gibt von Xiaomi eine, die ich bei 50 Euro ungefähr, je nach Angebot auch mal ein bisschen günstiger. Blitzwolf ist, wie gesagt, ein Import aus China, vielleicht auch mal EU-Lager von Banggood. Gibt es eigentlich auch nur da. Und die Preise sind dann deutlich unter dem, was man von renommierten Herstellern bezahlt. Ich weiß es nicht, was die RGB-Geschichte kostet. Ich vermute mal 35 Euro. Also bei Xiaomi gibt es so eine mit RGB-Beleuchtung. Da hat man teilweise dann aber auch eine externe Fernbedienung, die man auf den Tisch stellen kann. Die liegen dann so bei 60, 70 Euro. Die hier kostet 30 Euro. Siehst du. Was ich echt cool finde. Also es gibt normale Monitorlampen, so ohne RGB, gibt es auch schon in Deutschland so für 20, 25 Euro. Ja. Aber so mit so einer fancy RGB-Beleuchtung, ja, das hat was. Also wie gesagt, die Frage kommt ja sehr oft an uns gerichtet, weil wir auch in der Redaktion arbeiten, am Tisch arbeiten und schreiben, bringen die Lampen überhaupt was? Und jeder PC bei uns hat eine, einfach weil du bist nicht auf das Raumlicht angewiesen. Das hilft natürlich auch und Deckenlicht macht immer mehr Sinn, als wenn man nur am Monitor so eine stationäre Lampe hat. Aber man hat Licht vor den Augen, es geht aber nicht auf den Monitor, es reflektiert nicht, sondern es wird halt durch den Winkel im Prinzip dran vorbeigeführt. Man sieht auch hier den Schlagschatten und man hat den Tastaturbereich erhellt und man hat selbst auch ein bisschen Licht auf dem Tisch. Jo. Und das macht sich beim Arbeiten sehr, sehr angenehm, gerade wenn man morgens müde Augen hat oder ein bisschen empfindlich ist, stellt man halt die Farbtemperatur nochmal kurz mit ein.
Also wir können es absolut nur empfehlen. Und wer jetzt sagt, ja, für 35 Euro probiere ich das auch mal. Oder für 30 Euro plus vielleicht Versand oder 1-2 Zollgebühren, 19% oder so. Seid immer noch deutlich günstiger als von renommierten Herstellern. Und Blitzwolf ist, wie gesagt, eine günstige Marke von Banggood. Jo. Erwartet jetzt nicht zu viel, aber ihr bekommt trotzdem eine gute Funktion. Von der Verarbeitung und so weiter muss man Abstriche machen. Aber ich sag mal, vom Licht und von den Funktionen ist doch ganz nett. Ja, und ich sag mal, für 30 Euro kann man es ausprobieren, wenn man da Bock drauf hat. Optik ist natürlich Geschmackssache. Ja, das sowieso. Ah, jetzt habe ich den Musikmodus an. Jetzt wechselt der hier dann die Farben einfach mal satt durch und fängt in der Mitte an. Also das funktioniert auch. Genau. Da gibt es dann auch noch verschiedene. So, ich habe noch was für dich. Dann würde ich sagen, machen wir weiter. Und das Größte zum Schluss. Jetzt gibt es nochmal eine Party hier. Oh, USB-LED-Disco-Kugel. Das ist ja der Wahnsinn. Das sieht fancy aus. Dazu gibt es noch eine Portable Speaker, wahrscheinlich mit Powerbank oder so. Ich glaube, ich packe erstmal das aus. Mal los. Vielleicht brauchen wir das ja. Also unten liegen noch ein paar Kabel drin und Karabinerhaken. Das lasse ich jetzt einfach. Wir nehmen mal lieber das Ding. Wunder, das ist aber auch ein Gigant. Ah, mit USB-Typ-C-Port. Hm. Ah, 5 Volt, 1 Ampere wahrscheinlich oder irgendwas. Okay, ist mit Stoff ummantelt. Fühlt sich erstmal ganz, ganz nice an. Bluetooth Mode, Pairing. Also man hat sich da optisch ein bisschen am JBL Go orientiert. 3, auch so mit Stoff und auch die Form. BS26 wird es wahrscheinlich sein. Koppeln. Connected. Tada! So, machen wir mal wieder lizenzfreie Musik an. Ja, ich brauche Bass, wir brauchen Bass. Doch eigentlich. Also man darf jetzt bei so einer Größe natürlich keinen monströs tiefen Bass erwarten, der in die Magengrube durchschüttelt. Das kriegst du hier nicht. Aber für das kleine Ding ist die Lautstärke in Ordnung. Vom Bass her, man hat es vielleicht so ein bisschen über die Mikrofone mitbekommen. Ich weiß ja nicht, über was für ein Wiedergabegerät ihr das zu Hause anschaut. Auf dem Handy hört sich ja natürlich nach nichts an. Aber wer irgendwie vernünftige Lautsprecher nutzt, der wird gemerkt haben, da kommt auch ein bisschen Bass bei raus. Jetzt nicht wahnsinnig viel, aber für sowas Kleines. Sollte man nicht erwarten. Also ich gebe dir ein paar Infos. Das Ding hat 5 Watt. Es ist aber nach IPX7, also man kann auch mal untergetaucht werden. Akku hält bis zu 10 Stunden, 1500 mAh. TWS ist möglich, wenn man sich 2 davon kauft, kann man die miteinander koppeln. Und es liegt halt ein Karabiner bei, dass man den halt auch irgendwo am Rucksack oder weiß ich festmachen kann. Oder an der Hosenschlaufe. So, und jetzt guck dir mal die Disco-Kugel an. Die ist nicht unbedingt dafür, sondern die kannst du auch an dein Telefon. Da liegt nämlich noch was in der Kiste drin. Wie, ich muss alles rausholen? Das ist ja mal was ganz Neues. Genau. Oha, jetzt, pass auf. Von USB-Typ C auf USB-A. Jetzt man sieht noch nichts. Ich weiß, ich wollte ja jetzt verheimlichen. Guck mal. So. Also, Mini-Micro-USB. Lightning, also quasi für Apple. Das ist auch der längste Port hier. Und dann USB-Typ C. Dann nehmen wir das einfach, froppen das in den A-Port rein. Kannst du auch an dein Handy stöpseln. Dann mache ich das jetzt nämlich. So. Und sogar mit Musikmodus. Und jetzt noch bitte Musik einmal an. Aber ich habe doch gar keine Musik an. Na, mach an. Na, das ist momentan nur... Das nicht der Wahnsinn ist, und dabei. Das Geile ist, das kannst du sogar, wenn du einen USB-Port im Auto hast, dann ran damit und ab dafür. Ah, das ist, glaube ich, so das Todesurteil, wenn du dann kontrolliert wirst von der Polizei. Ich glaube, das ist dann nicht so ganz legitim. Aber ja, quasi Plug and Play, das flimmert einfach so vor sich hin. Genau, ist im Endeffekt 4 Farben, ist Musikmodus, Sound aktiv. Ja. Ich frage mich gerade, wie man das jetzt umschalten soll, weil das ist jetzt hier irgendwie kein Knopf. Ich glaube, der schaltet selber einfach durch. Ich glaube, da gibt es gar nichts, weil es gibt keinen Knopf oder irgendwas. Der wechselt wahrscheinlich selber. Ja, wenn ich hier vorne drauf klopfe, dann dann macht er, dann ändert das irgendwas. Kann auch einfach der Ton sein, weil er ja auf den Sound reagiert. So, wenn du klatschst, dann macht er. Ich glaube einfach, der switcht da selber durch. Jo. Okay. selten so ein schlecht verarbeitetes Instrument gesehen, aber lustig ist es auf jeden Fall.
Weil also selbst die USB-Stecker sehen schon echt billig aus. Ja. Man darf jetzt aber, glaube ich, von so einem Teil auch nicht allzu viel erwarten, weil das liegt wahrscheinlich im 5-Euro-Bereich maximal. Ich sag mal so, Ziel erfüllt. Wir haben kurz mal Freude gehabt und für die nächste Party ist das Ding auf jeden Fall kurz reingesteckt. Ist schon ganz witzig. Powerbank ran oder wenn du einen Lautsprecher hast, der auch eine Powerbank-Funktion hat, kannst du es ja da direkt ran. Ja, das hätte ich jetzt das gedacht. Das funktioniert bei dem jetzt hier nicht. Ja, das... Aber witzig ist es. Also zumindest nicht offiziell. Vielleicht, ich habe es nicht ausprobiert. Ja, wir kommen mit dem Stecker nicht rein. Ja, das ist jetzt so, bräuchten wir so eine Verlängerung und dann würde es vielleicht funktionieren. Ich glaube nicht. Aber ich auch nicht, weil es eigentlich zum Beladen ist, also von daher. Ja, ja, nice. Also bei dem Ding habe ich jetzt gerade gesagt, so um die 5 Euro wahrscheinlich, weil dafür, das sieht man dem einfach schon an, dass es nicht teuer ist. Ein Lautsprecher? Und der Lautsprecher, vielleicht ein Zehner, wenn es ein geiler Preis ist und wenn es kein geiler Preis ist, 20 Euro. Okay, also die Mini-Disco-Kugel, glaube ich, findet man bestimmt auch bei Action, bei Teddy oder sonst wo und da wird man sicherlich 5 Euro dafür bezahlen. Auf Amazon kostet das leider 10 Euro. Was also ich mal auch eben viel, den doppelten Preis. Ja, was ich auch zu viel finde. Ja, das, wenn man das ist für mich eigentlich so wirklich, das liegt in so einem 1-Euro-Läden sicherlich auch rum. Ich glaube auch, wir haben das irgendwo. Es liegt schon eine ganze Weile bei uns. Ich glaube, das hatten wir auch mal in irgendeinem Laden mitgenommen. Ja, aber Edeka. Da haltet gerne mal die Augen offen. Das gibt halt auch keine bestimmte Marke dafür. Es nennt sich To-Go. Also mehr als 5 Euro würde ich dafür auch nicht ausgeben. So, und beim Lautsprecher hast du gesagt, günstig wäre 10, normal oder teuer wäre 20. Ja. Und der liegt aktuell bei Amazon ohne Angebot bei 16 Euro. Das ist genau dazwischen. Obwohl, ich sag mal so, die Verarbeitung gefällt mir. Der Stoff ist, es gibt ein wertiges Gefühl. Klanglich ist das auch okay. Wenn die Laufzeit dann halt auch passt, plus USB-Typ C, eine Schlaufe. Ich sag mal, es deckt das Rudimentäre ab. Die Lautstärke ist auch okay. Und vom Klangbild... Völlig sag mal, auf Lautstärke bis zu 10 Stunden sollen dann möglich sein. Ja, und das ist jetzt nicht ganz ohne. Also ich finde, ich würde gerne weniger bezahlen als 16 Euro, aber 16 Euro gehen völlig klar. Denke ich auch. Ja. Ja. Naja, dann würde ich sagen, sind wir durch. Gibt's ja gar nicht. Ich brauche dich, glaube ich, nicht nach deinem Highlight heute fragen. Doch. Na, dann frage ich dich. Ronny, was ist denn dein Highlight? Und ich da. Perfekt. Bei mir ist es das Ultraschallbad. Ja, also ich bin hier so Technikfan und schockverliebt und das Ding auf jeden Fall. Und wie gesagt, als ambitionierter Gamer, der Ü40 ist. Na, das sowieso, stimmt. Das sowieso. Highlight. Das ist ja meine Jugend quasi, die hier steht. In neu. Das habe ich damals mir nicht mal leisten können, weil es so teuer war. Und du holst das hier für einen Fuffi, ey. Ich komme nicht drauf klar. Ja, das hat damals mehr gekostet. Ja. Nee, ist schon. Also das war... Das ist ein Glücksgriff. Manchmal muss man halt auch Glück haben bei eBay, was eBay angeht. Ich wäre auch nicht bereitwillig da und würde sagen, Huni für so eine Packung, was soll's, wir haben ja Geld wie Sau. Haben wir ja nicht, das ist es ja. Das irgendwo sind auch gerne. Ich sammle auch gerne alte Spiele und alte Konsolen, aber auch ich gucke immer nach Schnäppchen. Und das ist natürlich ein absoluter Glücksgriff. Also der weiß, glaube ich, nicht, was er da aus Versehen weggegeben hat. Der wird sich vielleicht ärgern. Oder er wollte es einfach so. Naja, sag mal so, man kann ja nicht aussuchen, wer es kauft. Vielleicht wollte er es auch in gute Hände geben, aber leider bei eBay kann es jetzt auch... Schlimmstenfalls irgendeiner und dann macht er da einen dicken Reibach und verkauft es dann alles einzeln weiter. Selbst wenn du jetzt 70 Euro für eine Kiste nimmst, hast du ja immer noch. Ja, gut, ich weiß jetzt auch nicht. Wenn man es machen würde. Letztlich nur, weil es so eine Inserate zu solchen Preisen gibt, muss es ja nicht zwangsläufig sein, dass auch diese Preise bezahlt das werden. Das ist es. Das Schlimme ist, da vielleicht auch monatelang bei eBay inseriert, so in der Hoffnung, irgendwann wird einer kommen. Ja, aber das ist ja wie mit der PlayStation 5. Jetzt kann man sie im Laden kaufen, jetzt ist sie verfügbar und die letzten 2 Jahre. Sind die für teuer Geld weggegangen und wo man einfach ein Drittel draufgepackt hat und die Leute haben es gekauft. Das ist das Schlimme. Ja. Also es gibt immer irgendeinen, der sagt, ist mir egal, ich will das haben. Und da ich ja schon muss man nicht unterstützen. Richtig, das auf keinen Fall. Und da ich ja schon die ein oder andere E-Mail von euch bekommen habe, wenn ihr noch alte Spiele habt, die ihr in gute Hände abgeben möchtet, schreibt uns auch gerne mal eine E-Mail. Da könnt ihr immer mit uns reden. Vielleicht können wir da sogar ein Video draus machen. Ja. Haben wir ja bei dem einen Zuschauer von euch damals gemacht. Der hatte uns da seine Retro-Sammlungen für unseren Retro-Raum angeboten. Ah, die fantastische Zustände, ja. Deswegen, wenn ihr da irgendwie Bock drauf habt auf eine Zusammenarbeit, beziehungsweise dass wir uns da mal unterhalten, lasst es mich wissen. So, wir sind durch. Keiner hat den Rest, ich bin weg. Ja, dann ist, glaube ich, alles gesagt. Lasst uns gerne mal zu allem Feedback da. Links sind, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Und ihr könnt mir gerne per E-Mail schreiben, wenn ihr auch irgendwie Vorschläge habt, was wir zeigen können. Hier irgendwie kauft mal das auf Amazon oder guckt mal da, könnte interessant sein, weil Ronny soll es ja nicht wissen. Deswegen... Infobox auf YouTube, da ist meine E-Mail-Adresse hinterlegt. Ansonsten auf der Website ist auch meine E-Mail-Adresse hinterlegt. Könnt ihr mir schreiben. Bin immer für Vorschläge dankbar, auch wenn ich nicht immer rechtzeitig zum Antworten komme. Ist immer noch da. Jo, und dann würde ich sagen, hau da rein, wir sehen uns. Ronny darf weiter zocken. Ciao. Tschüss.